Hallihallo, Hallöle und willkommen zum vierten Teil Graveyard Keeper hier bei Shimmy zockt. Mit dem etwas anderen Friedhofssimulator, Friedhof-Wärter-Simulator. Frisch ausgeschlafen geht's ans Werk. Wir haben ja endlich den Sumpf freigeschaltet. Wir haben die Brücke repariert und in der letzten Folge uns ordentlich Eisenerz besorgt. Jetzt geht's daran, Brennholz für unseren Ofen zu kriegen, damit wir das ganze Zeug auch schmelzen können. Dafür aber erst wieder ein paar Holzscheite herstellen, die wir brauchen für den Holzhackplatz. Den haben wir da hier. Wo ist er? Hier, Holzhackplatz. Wie groß ist der? Der passt natürlich da nicht mehr daneben. Da passt da hin. Hier, wie schloppt da oben? Ist ganz cool. Gucken wir mal, schauen wir mal. Da können wir nämlich jetzt Brennholz herstellen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Fertigen Brennholz, genau. 10 Brennholz aus einem Holzscheit. Wir haben wie viele? Wir haben noch einen Holzscheit. Auf ans Arbeiten. Energie wieder verbraten. Gibt es da auch die roten Punkte für? Jawohl. Einen, okay. War nicht ganz so viel. Jetzt hier fährt erstmal Brennholz. So, 10 Stück bringen 90 Hitze, keine Ahnung, Brennmaterial. Und hier dann jetzt Eisenbarren schmelzen. Wir brauchen 25 für einen und es dauert 2,5 Minuten. So, drei Stück können wir in die Warteschleife packen. Ich glaube, das brennt dann von alleine, ne? Hier muss ich jetzt nichts arbeiten oder sonst irgendwas. Nee, das geht einfach von alleine. Würde ich sagen, brauchen wir mehr Brennholz. Wir haben hier nichts mehr zum Zersägen. Ich hatte da was gesehen, dass ich auch größere Bäume fällen kann. Holzfäller. Ah, da brauche ich aber Glaubenspunkte oder sowas, ne? Spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Komm ich am Studiertisch im Kirchenkeller? Habe ich nicht. Aber ich will ja sowieso ohnehin hier ein Reparaturwerkzeug herstellen. Am Steinschneider, den habe ich auch noch nicht. Kann das sein? Was ist das hier für ein Ding? Werkbank für Holz? Steinschneider brauche ich auch noch. Ja, pass auf. Hier können wir doch... Nein. Doch. Holzreparaturwerkzeug. Da brauche ich aber die Nägel für. Da kann ich zumindest drüben schon mal... Holzmarkierung. Dem Grab. Oh, hier kann ich auch die Gräber verbessern. Ei. Aber ich brauche... Komm nicht drum herum. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Hier, die kleinen Bäumchen, die kannst du da fällen. Genau. Aber das gibt nur Stöckchen. Ich brauche die Stämme zum Zersägen. Der hier. Ach, das gibt kleine, mittlere und große Bäume. Guck mal, das ist jetzt ein mittlerer Baum, wa? Genau, der bringt so einen Stamm. Kann ich hier noch ausgraben? Nochmal Punkt. Ja, ich brauche die roten Punkte. Ganz viele rote Punkte. Damit ich hier noch was lernen kann. Dann packen wir hier rein. Genau. Was war hier? Ach so, ein Steingarten oder sowas, ne? Handwerk. Sand, weiß ich auch noch nicht, wo ich den herkriege. Ah ja, mein Arbeitszimmer nicht beendet. Whatever. So, also den kleinen Baum nicht, aber hier die mittleren Bäume, die hauen wir weg. Große kann ich noch nicht. Ah, direkt den Stumpen ausgraben, jawohl. Das Ding weg in den Ständer. Zack, boom. Das ist auch ein mittlerer Baum da, ne? Jo. Jawohl, erstmal alles weghacken hier. Ja, müssen wir mal gucken, ob da was nachwächst. Weil wenn nicht, bin... Oh, ja gut, dann hacken Stein auch noch. E muss ich drücken, nicht F, ne? Genau, E. So, und ich kann die hier gar nicht hin tun. Ich muss die... Guck, der sagt da 2 von 1. Also 2 hätte ich da, wenn ich jetzt da reinschmeiße. Zack. Habe ich 3 von 1, genau. Holzscheite. Fertigen. Zack. Dann war jetzt am Hackplatz. Brennholz. Ach, ich habe jetzt recht 4 Stück gesammelt. Ja, ach ja, ist ja richtig cool. So, und jetzt machen wir hier. Macht jetzt alle auf einmal? Nee, ach so, einfach weiterhacken, okay. Ein Punkt. Noch ein Punkt. Oh, es geht ganz schön auf die Energie. Ach du Himmel. Oh, das ist schon wieder müde. Ich habe erst angefangen zu arbeiten, schon sind wir wieder müde. Hier habe ich jetzt einen Eisenbarren bekommen. Perfekt. Und jetzt, ich wollte noch... kann ich jetzt nicht bedienen? Okay, kann ich das abbrechen? Oh nein, wenn das einmal läuft, muss ich warten, bis es fertig ist. Ich kann jetzt nicht Brennholz nachlegen oder weitere Barren in Auftrag geben, wa? Nö. Okay, und abbrechen kann ich auch nicht. Muss ich jetzt warten, bis das durch ist.
Holz hacken kann ich eh nicht mehr. Ah, Energie ist alle, ne? Brauche Technologie, okay. Ausbuddeln. Nicht genug Energie, okay. Oh, ja, wir hatten ja Schitte. Das habe ich auch ganz vergessen. Beim letzten Speichern hatte doch geklingelt, dass eine Leiche gekommen ist, ne? Das nutzt ja jetzt auch nichts. Ich habe keine Energie mehr, die zu zerfleddern. Um Fleisch rauszuschneiden. Aber ich habe noch Fleisch in der Tasche, ne? Letzten Mal. Ja, perfekt. Gucken wir mal, ob das noch reicht, um neues Fleisch da rauszukriegen. Ja, reicht. Zack. So, jetzt muss ich wieder ein neues Grab ausheben. Okay. Ja, wird der Friedhof noch hässlicher. Oh, guck mal, er ist da. Ach ja, wir haben den Sonntag hier. Hi. Warte kurz, ich muss gerade ein Grab ausheben. Hi, hier Grab, so, zack, da. So. Da muss ich gerade ausbuddeln, so. Da, da muss ich die Leiche da reinschmeißen, oder das, was davon übrig ist. Und dann muss ich hier zugraben. Oh, noch eine Bestattungsurkunde, jawohl. Ist denn, die kann ich... Stein habe ich noch nicht. Hi! Achso, erreichte Friedhof auf schön 5. Wir haben es schön minus 11. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Das wissen wir schon. Okay, und das... okay. Ah, schön, dass du da warst, aber nutzt mir nichts, dass du da bist. Friedhof ist noch hässlich. Lass mal gucken. Ist da der nächste Eisenbahn fertig? Na guck mal, das dauert voll lange. Ah, ist gleich fertig. Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal Nägel machen. Das frisst das Energie. Und einen Punkt, okay. Nägel. Ja, Energie alle. Aber hat Fleisch gekriegt, ne? Das kostet ja auch wieder Energie. Ach, da muss ich mal aufpassen. Jetzt habe ich zwar Fleisch, aber kann es nicht verarbeiten, weil keine Energie mehr. Okay, dann gehen wir mal Hayabubu. Dann gehen wir Hayabubu und schlafen eine Runde. Dann ist der Bischof gleich wieder weg. Macht ja nichts. Speichere Spielfortschritt. Perfekt. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, wunderbar. Jetzt erstmal Fleisch verarbeiten. Zack. Und gebratenes Fleisch. Ach, das geht von alleine. Okay. Nägel fertig machen. Oh, komm, da liegt noch so ein roter Punkt. Und die Eisenbahnen sind fertig. Okay, wie viel Brennholz habe ich denn jetzt? 40. Mal 360 Brennstoff, okay. Jawohl. Dann machen wir hier mal weiter. Wie viel kann ich jetzt damit machen? Oh, 15. Komm ab dafür. Das dauert ja jetzt eine ganze Weile, bis das fertig ist, ne? Holzmarkierung, genau. Können wir ausprobieren. Können wir hier auf. Warte mal, ich könnte auch so eine Holzumrandung oder sowas machen, ne? Anatomie, Alchemie, nein. Theologie, genau. Einfache Grabsteine. Grabstein, Holzkreuz. Ach, Holzkreuz, guck mal, ist schon eine bessere Version als die Holzmarkierung. Die Umrandung bringt einen hübsch dazu und das Kreuz bringt zwei hübsch dazu. Und der Stein auch zwei hübsch dazu. Steinschneider habe ich aber noch nicht. Werkbank für Holz. Habe ich doch. 10 rote habe ich auch. Komm, lerne ich das mal. Hölzerne Grabumrandung. Holzkreuz, Grabstein freischalten. Jetzt kann ich hier. Ah! Planken brauche ich wieder. Okay. Planken waren an der Werkbank. Hier. Planke. Machen wir 4 Stück. Das macht das alles viel Energie. Ach du Himmel. So, pass auf. Jetzt brauchen wir für das Grab. Da brauche ich eine. Da brauche ich auch eine. Machen wir mal 2 Umrandungen und 2 Kreuze.
E, ja. Nein. Ach so. Kann ich nicht Schleife machen. Oh, das bringt doch mehrere Punkte direkt. Okay, dann zwei hiervon. Oh, da bringt er richtig viele direkt auf einmal. Das Holzkreuz hat ja gut was gebracht. Okay. Wie viel habe ich? 28. 3 und auch 5 Punkte. Okay. Da köcheln alleine die Stahlbarren vor sich hin. Jetzt kann ich die ganzen hässlichen Gräber zumindest ein bisschen verschönern, ne? Eine Umrandung drumherum machen, ein Kreuz draufsetzen. So, Grabstein. Jawohl. Kreuz. Zack. Und Umrandung. Minus 10. Hinzu. So plus 1. Und warum hat die Umrandung nichts mehr gebracht? Minus 9. Hallo? Und 1. Habe ich jetzt mir anders vorgestellt? Kann man hier noch was reparieren? Nee. Das Holzkreuz noch reparieren, ne? Genau. Brauche ich aber Holzreparaturwerkzeuge für, okay? Das hatte ich jetzt anders gedacht, dass das schöner wird. Okay. Ich weiß ja nicht, was das hier zu sagen hat. Guck mal, hier sind so 4 Totenköpfe. Hier sind noch mehr. Und hier war da nur einer. Leiche. Leiche. 3 rote Totenköpfe. 3. Zwei rote, 4 weiße. Ein roter, ein weißer. Oh, kommt eine neue Leiche. Jo, komme, komme. Ich komme schon. Kundschaft, jo. Ja, danke, Esel. Bist schon weg? Ja, danke. Lecker Fleisch, lecker Fleisch. Nicht genug Energie. Nö, nö, doch nicht jetzt. Nö. Jetzt muss ich das eine Fleisch, was ich gerade gebraten habe, gleich wieder aufessen. Wenn ich genug Fleisch habe, um die wieder genug Energie habe, um da wieder Fleisch rauszuholen, okay? So, so. Inventar. Benutzen. Benutzen. Ab dafür. Und da habe ich hier wieder ein hässliches Grab da stehen. Ne? Da habe ich das, glaube ich, gerade verschwendet. Ich habe jetzt gerade nicht ganz verstanden, wie das System funktioniert. Mit schöner werden und so. Gucken wir dann mal. Zack, zack. Halt. So. Nicht Autopsie, Leiche nehmen. Hier. Was hat das zu sagen? Ein roter Totenkopf, ein weißer Totenkopf. Ist das... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich denn da vielleicht noch dazu begraben? Ein Grab? Ne, exhumieren. Mal gucke hier. Da ist jetzt da nur ein roter Totenkopf. Ist das irgendwie, hängt das zusammen? Guck mal hier, das Grab hat Schönheit 1. 3 rote, 3 weiße. Die weißen sind freigeschaltet, die roten nicht. Das Grab hat insgesamt... Ein Punkt. Das hat minus 2. Weil hier kein Kranz dran ist. Ach,
muss mindestens drei Kränze jetzt kriegen, damit ich ein... Es kombiniert sich aus Totenkopf und Kranz. Genau, hier habe ich zwar zwei Kränze, aber... ich muss die... mal 0 und 0, das heißt, wenn ich hier 0 von 2, 1 von 2, das heißt, die 2 würden das hier erstmal negieren und dann bekäme ich einen dazu. Ich verstehe das richtig. Hier haben wir 2, bräuchte aber noch einen, um dann das zu negieren. Aber warum? Ach, ich habe hier mehr Kränze als Totenköpfe, deshalb kriege ich keinen Plus dazu. Ich musste nur für die minus 1 wegzumachen. I see. I hope so, dass ich es verstanden habe. Hier kann ich noch maximal einen Kranz dazu nehmen, um auf 2 zu kommen. Wenn ich noch mehr Kränze kriege, kombiniert sich das nicht richtig. Glaube ja. Glaub, so gehört das. Erstmal ausbuddeln. Aber wie kriege ich Leichen mit mehr Totenköpfen? Weißt du, da war jetzt ein roter, ein weißer. Das hat jetzt minus 1. Wenn ich jetzt einen Kranz kriege, negiert sich das. Wenn ich noch einen Kranz kriege, kommt es auf plus 1. Nee. Ja, da ist doch auch ein. Okay. Das ist sogar ein trauriges Mensch, keine Ahnung. Ach doch, das war jetzt okay. Der hat da nur einen roten. Ich verstehe es gerade nicht. Was hat denn das zu sagen hier? Leiche. Ich verstehe es gerade nicht. Hier kann ich maximal einen Kranz kriegen, um die minus 1 wegzumachen. Wenn ich noch einen Kranz kriege, kriege ich aber kein Plus. Hier habe ich gerade begraben. Wenn ich da einen Kranz... Dann kriege ich den roten weg für das Minus weg und dann noch einen Kranz für ein Plus. Glaube ich. Let's try. Let's give it a try. Muss mal ausprobieren, wie ich meinen Friedhof schöner krieg. Ansonsten Blumenbeete, ne? Da muss ich gucken, wie ich an den Torf komme. Aus dem Komposthaufen stand dabei. So, erstmal hier gucken. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, jetzt habe ich kein Brennholz mehr. Muss ich mal die kleinen Stöcke hier reinmachen. Kocht er von alleine. Habe ich jetzt noch genug Zeug für... Nee, muss ich erst wieder Planken haben. Planken, Planken, Planken. Die gab es auch hier. Aber da brauche ich Balken für. Okay, Balken gibt es hier. Balken, schneiden. Anker schneiden. So, und dann bitte. Guck, da steht nämlich nur ein Kranz ohne Totenkopf drin. Oh, Energie wieder alle. Oh, kein Fleisch mehr zu essen. Ist das Fleisch fertig? Jawohl. Energie, muss mal gucken, ob man da was leveln kann, dass die Energie weniger verbraucht, wa? So, jetzt aufs Kreuz. Direkt 5 Handwerkspunkte. Jetzt lass mal gucken. Wenn ich das jetzt an das eine Grab mache, müsste ich ja dann von minus 1 auf 1 kommen, ne? Ich krieg den roten Totenkopf weg und den weißen Totenkopf dekoriert. Wenn man das hier so rechnen kann, ich weiß es nicht. Hier, ne? Nee, nee, hier nicht. Hier. Wenn ich den jetzt, den Grabstein, der bringt 2, müsste ich auf plus 1 kommen. Aha! Genau. Aber wie kriege ich die Totenköpfe dazu, dass ich schöner dekorieren kann? Weil hier ist jetzt gerade wasted. Jetzt habe ich hier 3 von den Kränzen, aber keinen Totenkopf. Ich weiß nicht, was das Grüne da ist. Das ist ja so ein trauriger Smiley. Da gibt es halt kein Tool dafür. Hier könnte ich nur den Minuspunkt wegmachen. Das wird eine Umrandung reichen.
zur minus 8. Wir müssen auf plus 5 kommen. Hier, guck mal, hier könnte ich richtig viel rausreißen, ne? 0 von 1, 0 von 1. Auch entfernen. Okay, kann ich auch entfernen. Also wenn ich da noch Grabstein, Holzgrabstein. Was ist mit dem Grab hier? Oh, da können wir auch noch was rausreißen. Oh, da kommt die nächste Leiche. Oh, oh. Jo, komme. Habe ich da noch genug Energie, um mehr Fleisch daraus zu hacken? Ich hoffe es mal. Ja, ja, ja. Dankeschön. Autopsie, Fleisch, ja, raus damit. Brauch er nicht mehr. Achso, ich könnte mal gucken, dass ich hier vielleicht noch, andere Teile rausholen kann, wa? Blut. Gefertigt an. Aber wofür ist es gut? Fett. Schädel. Knochen. Haut. Punkte hätte ich. Hier ist Fragezeichen. Wirst sie noch irgendwie entdecken. Okay. Wichtige Teile. Hirn, Herz in Reihen. Da brauche ich 30 von diesen blauen Punkten, die ich noch nicht kriegen kann. Oh. Das ist alles da rausbasteln. Ach du Scheiße. Gib mir Blut. Ja, danke. Okay, einen grünen Punkt. Gib mir Knochen. Ah, Energie alle. Super. Hab ich noch Fleisch? Dann müssen wir schlafen gehen. Hab ich noch Fleisch? Komm hier mal. Zack, ein Eisenbarren. Und warum brennt das nicht weiter? Doch, brennt doch. Okay. Okay, da muss ich voll lange warten, bis das immer fertig ist. Ich habe kein gebratenes Fleisch mehr. Das heißt, ich kann das wieder nicht schneiden. War keine Energie. Okay, gute Nacht. Müssen wir schon wieder schlafen gehen. Also mit der Energie, das ist echt so ein Ding, ne? Keine Ahnung, ob man Skill erstmal weniger davon verbraucht. Oder mehr hat oder so. Ich fühle mich so erfrischt, jawohl. Ich hoffe, die Leiche ist nicht jetzt zu vergammelt da hinten. Ich komm. Die nehmen wir jetzt mal komplett auseinander, wa? Knochen raus. Brauchen wir nicht mehr. Jawohl. Fett. Ja, nehmen wir auch. Zack, da kriegt doch nur die grünen Punkte. Haut, nehmen wir. Ja. Blub, jawohl. Totenkopf oder Schädel nehmen wir uns auch mit. Blub, wohl. Und. Ärztefusch. Du warst doch nicht erfahren genug. Wie erwartet, dein Kunstfehler hat die Qualität der Leiche reduziert. Was? Jetzt hat die zwei rote Totenköpfe. Das ist die Qualität der Leiche, okay. Ah, wenn das schief läuft, dann... Oh! Was ist denn eben schief gelaufen? Was habe ich nicht rausgekriegt? Fett. Irgendwas ist schief gelaufen, wa? Das Fleisch? Fleisch? I don't know. Schitte! Das hat sich natürlich 2 Euro. Okay. Aber wie kriege ich die Qualität der Leiche hoch? Kann ich vielleicht nachher präparieren oder so, dass sie schön aussehen oder was oder wie? Muss erstmal Ding bauen. Grabstätte. Da ist noch Platz, okay. Nee, muss ich erst buddeln, ne? Erst buddeln. Ja, allein das Grab macht minus 2. So, wenn ich die Leiche da reinpacke. Okay, trotzdem minus 2. Wenn ich jetzt zubuddel.
Minus 2, okay. Bestattungsurkunde. Ah, wisst ihr, jetzt habe ich hier... Aber was heißt das da 97%? Was heißt das hier mit dem traurigen Smiley? 39, 89. Müssen wir mal beobachten, ob sich das irgendwie ändert. Weil der... ich verstehe es trotzdem immer noch nicht. Ein weißer, zwei roter. Ein weißer, zwei rote. Das heißt insgesamt drei, aber zwei davon sind rot. Hier haben wir einen weißen, einen roten. Aber hier ist kein weißer. I don't check it. Ach so, weil der weiße durch den traurigen Smiley weg ist. I don't know. I don't know. Ich check's nicht. Das heißt, hier können wir jetzt maximal drei, hier können wir auf plus eins kommen. Das heißt, ein Grabstein und eine Umrandung. Dann können wir das auf plus eins machen. Ich bin jetzt wieder bei plus, bei minus 10. Wie soll man denn da auf plus 5 kommen? Wenn da immer neue Gräber dazu kommen. Oh, hier liegt nur Erfahrung rum. Zack, 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 okay. Zack. Arbeiten. Ich habe eben kein Fleisch gekriegt. Ja, okay. Kiste. Kopfhaut, Fett, Knochen, Blut. Ja. Kochen, Fleisch. Ab dafür. Geht von alleine. Okay, das dauert auch noch Ewigkeiten hier. So, bis auf Steinschneider oder so ein Ding muss ich noch bauen, ne? Sägeblock, Holzhackplatz, Hof vergrößern, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Steinschneider, genau den wollte ich bauen. Ach du Scheiße, ist das Ding groß. Ah. Ja. Ja. Muss ich das mal fertig bauen? Ja, muss ich. Hier kann ich nämlich jetzt Grabstein herstellen, ne? Füge dem Grab 2 dazu. Okay. Hier kann ich Eisenerz. Kann aus Eisenadern in Bergen gewonnen werden. Eisenerz. Okay. Ein Stein. Aus Stein. Steinreparaturwerkzeug. Oh, da brauche ich die Eisenstücke für. Und Lehm. Wo kriegst du denn Lehm her? I don't know. Schittenkacker. Da kann ich echt nur die Holzreparaturdinger erstmal bauen. Und Grabstein. Quatsch, was ist denn das denn hier? Ein Stein? Ich kann einen Stein aus einem Grabstein machen. Wie kann ich einen Grabstein aus zwei Steinen machen? Oh komm, machen wir mal welche. Wow, okay. Wie viele Punkte kriege ich dafür? Ich schaffe auch 5. Jo, auch 5. Okay, cool. Da kann man damit ja voll gut skillen. Da muss ich gar nicht mal Holz hacken gehen. Nicht genug Energie. Okay, pass auf. Ah ne, die muss ich auch dann hinten dran hämmern, ne? Ist das gleich für dich? Jawohl. Ja, mal gucken, welche Gräber man den Grabstein noch dran machen kann. Oh, dann muss ich vielleicht den dritten noch fertig hier. So, machen wir den noch fertig. Boom. Zack, dritter Grabstein. Oh ja. Ja gut, ich habe eben gesehen, wir brauchen teilweise 400, 500 davon, ne? Das kann auch noch so ein schöner Spaß werden. Aber es hat System, das Spiel. Finde ich geil. Ja, du kriegst halt die Punkte, kannst dafür was Neues freischalten, kannst damit wieder was Neues machen, kriegst wieder Punkte. So, pass auf hier. Hier. Wenn wir jetzt die Grabstein dran machen, müssen wir auf 0 kommen, ne? Genau. Zack, gib nochmal einen Punkt. Jetzt könnten wir noch eine Holzumrandung drum machen, wenn wir eine hätten. Ja. Hier, okay, brauchen wir nicht. Hier. Ich hab doch eben... Da ist doch ein Grabstein, wollte ich gerade sagen. Ein Holzkreuz. Ja, da, ach, guck mal, das Holzkreuz und der Grabstein bringen gleich viel. So, Grabstein. Da müsste aber 0 sein, aber 2 ist so eine Grenze, ne? Genau. Das ist die Frage, was mit dem hier? Was da damit passiert? Warum, wieso, weshalb? Warum, wieso, weshalb? Was ist mit dem
weißen Totenkopf da los? Pass auf, hier können wir noch. Da gibt es nur einen Totenkopf, okay. Gibt es hier noch ein Grab ohne Stein? Du hast keinen Stein. Oh, bei dir kann ich ja richtig, okay, hier kann ich richtig Punkte machen. Zack, jawohl, plus 2. Jetzt sind wir zumindest auf minus 5. Wir müssen zwar auf plus 5 kommen, aber da kriegen wir auch noch irgendwie hin. Was immer hier das Grüne dazu sagen hat. Blumenbeet, müssen wir mal gucken, wo wir Torf herbekommen. Gefertigt an Komposthaufen. Komposthaufen, ist das Landwirtschaft? Herstellen, Gebet für Ranken und Wurzeln. Für eine, was ist das denn? Okay, warte mal erstmal hier. Hier ist Blaupausekiste, Beet mit Stäben. Gibt's hier Komposthaufen? Bauplause, Apfelbaum, Imkerei, Honig, Bienenwachs, Beete. Hier, herstellen Torf. Ach, da brauche ich die grünen Naturpunkte für. Blaupause, Komposthaufen. Gibt's Torf und Maden. Was gibt's hier? Dünger. Oh. Kirschenarbeitstisch. Okay. Da brauchst du aber auch die blauen Punkte, die ich noch nicht habe. Okay. Oh, Platz. Oh, ideal für mich, wa? Ja, das kann ich nachher noch machen. Bienenzucht. Ah, Bienenfreund. Imker. Aber da brauchst du auch die blauen Punkte für. Okay, okay, okay. Das ist ja total. Okay. Ja. Da weiß man wieder nicht, wo man anfangen, wo man weitermachen soll, ne? Ist da, guck mal, das Eisen fertig. Oh, ich bleib gleich mit dem Ding hier hängen. Grab's mal weg. Danke. Da ist wieder was fertig. Okay. Das ist jetzt die Frage, mache ich da Nägel oder mache ich da die Eisenteile draus, ne? Wie viel Eisenbarren? Ich habe 9 Eisenbarren mittlerweile, okay. Pass auf, das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe jetzt die 9 Eisenbarren in der Tasche, ne? Genau. Was passiert, wenn ich jetzt in die Kiste packe? Ah, jetzt hat die Kisten mit. Also ich kann hier, da muss ich mit mir rumschleppen. Ich kann halt einfach in die Kisten packen, das Baumaterial. So, so. Eisenerz. Achso, Eisenerz kann ich jetzt nicht kontrollieren, aber. Genau, hier ist. Achso, Holz 1 von 1, genau, hier. 9, genau. Was sagt ihr, was hätte ich hier noch? 9 Nägel, obwohl ich. Hab ich noch in der Tasche? Nein, die Nägel. Pack die Nägel auch mal da rein. Ja, jetzt sind die Kisten mit, perfekt. Hölzerne Umrandung. Brauche ich wieder Holzplanken? Werkbank für Holz. Holzplanken. Genau, hier. Mach mal. Ja, wieder die Energie alle. Okay. Das ist ein bisschen... Ja, Energie erholt sich nicht von alleine. Gibt es hier einen Knopf irgendwie? Alles rein? Nee. Muss ich mal selber klicken, wa? Also das einfach das Zeug, was da drin ist, noch da rein sortiert. Okay. Die Eisenteile können wir auch da rein tun. Oh Gott, ich habe Energietrank. Stimmt, die habe ich eben geschenkt bekommen vom Schmied, als ich kämpfen sollte, ne? Ah! Mit Rechtsklick mache ich einzeln rein, okay. Mit Linksklick habe ich das Auswahlding. Ich habe gerade auf den Rechts geklickt, weil ich gucken wollte, ob ich, was ich damit machen kann. Ne, benutzen, ausrüsten, zerstören. Oh, und jetzt zeigt mir auch die Kiste an. Kann ich das... Zeigt mir sogar an, was in der Nähe ist. Ah. Aber ich kann es jetzt nicht in die Kiste reinpacken. Okay. Weil ich daneben stand, oder was? Nee, hier, Inventar. Jetzt bin ich außerhalb der Reichweite der Kiste, wa? Ah! Die Kiste hat so eine Art Reichweite. Okay. Hier. Können wir auch noch trinken, ne? Warte mal, hier. Inventar. Energietrank benutzen. Upp, haben wir die Hälfte der Energie wieder voll. Arbeite, weiter arbeiten. Aber was wollte ich mit der Planke machen? Eine Holzumrandung, ne? Oder mal so ein Reparaturding hier. 3 Balken. Oh, da ist gerade ein Baum gewachsen. Balken. Holzreparaturwerkzeug. Da gibt es 4 Stück raus, okay.
Ja, können wir mal gucken, was wir noch reparieren. Kann ich noch so ein Ding bauen? Muss ein bisschen darauf achten, wie viel Nägel ich noch habe, ne? Jetzt brauche ich erst wieder eine Holzplanke. Stell mal eine Holzplanke her. Jetzt ist die Energie schon wieder alle. Ach du Himmel. Oh, wei, wei, wei. Jetzt brauchen wir wieder einen Balken. Balken. Jetzt habe ich kein Holz mehr. So, wei, 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 wei. Bist du ein kleiner Baum oder ein mittlerer Baum? Du bist ein mittlerer Baum hier, ne? Jawohl. Ach du Himmel, jo, da wird ja auch ein Farm und Grind, wa? So, jetzt brauchen wir Balken. Ne, einer reicht. Unendlich, okay. So, zack, Energie gleich wieder alle. Planke. Ne, brauchst du Planke? Energie alle. Zack, grad. Okay, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Bald wieder neue Nägel machen. Ach du Himmel. Ja, also das mit der Energie, das wird noch so ein Ding werden. Wenn du hier immer nur 3 Minuten arbeiten kannst und dann wieder den ganzen Tag schlafen musst. Was wird noch so ein Ding werden? So, 4 können wir reparieren. Einmal die Holzumrandung. Jawohl, sind wir auf -4. Wollen wir was reparieren? Genau, das Holzkreuz. Zack, sind wir auf 0. Die Grabumrandung auch noch. Da, da. Wird langsam schön. Jawohl. Jetzt ist das Blöde nur. Der Bischof-Typ, der war jetzt gerade erst da, ne? Jetzt sind wir auf 0, okay. Kann ich hier noch reparieren? 0,4 von 1. Zack, sind wir auf 1, jawohl. Wollen wir hier noch reparieren? Da ist keine Umrandung dran. Oh. Und die Holzmarkierung bringt nur ein. Da muss ein Holzkreuz, also Holzstein. Wie heißt denn das? Holzkreuz, doch. Entweder ein Holzkreuz oder ein Grabstein dran, ne? Bringt euch beides 2. Ist egal, was ich herstelle. Oder Grabstein brauchst du nur einen Stein für, ne? So, auf das Grab kriegen wir auch noch schön. Das Grab kriegen wir noch schön. Und Energie ist gleich schon wieder alle. Also wir brauchen eine Holzumrandung und einen Grabstein. So, was ist da auch noch eine Umrandung? 2 Umrandungen und ein Grabstein. Grabstein. Damit einmal bauen. Danke. Energie alle. Und ich. Auch ich. Auch ich für. Ja. Shit, Kacke. Ist noch schon wieder bei 38 Minuten. Aber das machen wir noch. Immer schnell schlafen. Ich will den Friedhof. Den Friedhof schön an. Wird halt nur blöd, wenn dann demnächst wieder eine neue Leiche kommt und ich das wieder nur auf -1 oder so kriege, ne? Vielleicht einfach mal nicht die Leiche ausnehmen. Einfach mal so begraben, wie sie kommt. Spielstand gespeichert. Ich fühle mich so erfrischt. Jawohl! Warte kurz. Grabstein fertig bauen. 2 Umrandungen, habe ich gesagt, ne? Ja, es gibt auch die Steinumrandung, aber... Brauche ich diese roten Punkte, die blauen Punkte für? Leicht Verbrennung. Keramikurne am Kochtisch, vergesserter Küchentisch, was? Ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Steinerne Urnenhalle. Okay. Ja, die Steinumrandung gibt es halt erst hier. Ich könnte jetzt nur Grabstein und Holzumrandung bauen. So, Holzumrandung. 2 Stück habe ich gesagt, ne? Jetzt fehlt mir wieder. Oh. Nicht genug Ressourcen. Jo, was fehlt denn da? Holzplanke. Die machst du auch hier, ne? Genau. Blub, 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 da hagelt's die roten Punkte. Perfekt. Tschüss.
Jetzt kommen wir auf plus 3 oder so, ne? Guck mal hier. Hier kann ich noch das Holzkreuz reparieren. Oh, cool. Kommen wir auf plus 1, richtig? Jawohl. Und jetzt hier noch. Umrandung drum. Da wäre halt cool, wenn ich was Besseres hätte, ne? Bringt halt nur einen Punkt. Jawohl. Und hier, da können wir noch. Das Kreuz hat schon 2 und damit kriege ich nur 1. Nutzt mir nichts. Und hier? Da, jawohl. Da, entfernen. Und ein Grabstein drauf. Was kriegt denn die Holzmarkierung? Ah, wie cool ist das denn? Grabstein. Zack, plus 2. Oh, jetzt schon bei plus 6. Und jetzt noch die Umrandung. Plus 7, jawohl. Jetzt müssen wir nur warten, bis wieder dieser Morgen kommt der Bischof. War doch hier der Tag, ne? Mit dem habe ich schon eine ganze Woche rum. Beziehungsweise es gibt hier nur 6 Tage, ne? Jo, gibt hier nur 6 Tage. Komisch. Na, hier weiß ich nicht. Zweikörper weiß ich nicht mit dem. Warum das da so ist. Hier. Ach, oh, hier würde ja alle. Ein Zaun auch noch was nutzen. Ich noch mal einen dazu. Oh. Hängt das davon ab, wie lang. Oh, komm, und hier. Gut, kann ich nur die minus 1 wegmachen. Dann mach ich doch einfach hier den schäbigen Zaun da drauf. Nicht Zaun. Ah, habe ich keins mehr. Ja, jetzt sind wir bei 7. Wieso sind wir jetzt bei 7? Und ich gerade bei 6. Müssen wir warten, bis der Bischof kommt. Würde ich sagen, dann stellen wir noch ein bisschen Sachen her. Und in der nächsten Folge haben wir dann den nächsten Tag und der Bischof kommt. Mal gucken, was passiert. So, kann noch da einsammeln gehen. Zack, zack, zack. Jawohl. Kann man in der Zwischenzeit noch Nägel herstellen. Wie viele? 3? Ah, warte mal. Das sind ja immer 8 Nägel. Jo, warte mal. Reicht das ja so. Da, kommt doch fast genau aus mit der Energie. Kommt doch fast genau aus. Holz, ich muss noch Holz hacken wieder gehen. Ich brauche wieder Brennholz, ne? Wenn das durch ist, ist mein Brennholz auch alle. Müssen wir mal schauen, wann wir das fertig kriegen. Dass wir ein besserer Holzfäller sind. Ah, nee, ja, guck mal hier, wollen wir auch noch bauen. Komposthaufen wollen wir auch noch bauen. Komposthaufen, wo ist er? Habe ich es nicht schon? Nee, habe ich noch nicht. Jetzt. Aber wo ist er? Wo ist er? Ist der Ofen? Oh, sehr genau. Wo gibt es denn den Komposthaufen? Hallo, Komposthaufen? Bist du jetzt im Garten? Bist du jetzt hier? Mein Holzstöckchen, super. Kann ich nie mehr. Ich krieg keine. Ich kann nicht mehr buddeln, ne? Kann ich hier noch buddeln? Ne, Energie alle. Okay. Also wissen wir noch, was zu tun ist. Komposthaufen bauen, damit ich ein Dorf komme, damit ich Blumenbeete für den Friedhof bauen kann. Dann würde ich sagen, geh mir jetzt mal schlafen. Dann müsste der nächste Tag sein. Dann müsste der Bischof kommen und das Ganze sehen wir dann aber in der nächsten Folge erst. Bleibt mir an der Stelle wieder nichts anderes übrig, als mich dafür zu bedanken, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ist schon wieder 45 Minuten geworden. Also bei dem Spiel vergeht die Zeit, schwuppdiwupp, weg ist er. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Nachmittag, Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr das hier schaut. Vielen lieben Dank fürs geschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte einen Daumen da lassen, der möglichst nach oben zeigt. Wenn es nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten und dann beim nächsten Mal einfach nicht mehr einschalten, wenn es nicht gefällt.
Daumen, habe ich gerade gesagt. Abo, genau, das nicht vergessen. Und kommentieren, immer fleißig kommentieren. Hey Chemie, scheiß Spiel, lass es sein. Oder hey Chemie, cooles Spiel, mach mehr davon. Das ist gerade, wie gesagt, schon die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme. Also die vier wird es auf jeden Fall geben. Ansonsten sage ich bis dahin, bye bye, macht's gut. Euer Chemie.